Meine Lieblingsessen zu Pilzen. Erstens Pizza. Ein Pilz als Pizzaunterlage, geht das? Aber ja. Hierzu nehmen wir Riesenbewusstscheiben, braten sie von beiden Seiten braun an, belegen sie weiter mit Pizzatomaten und weiter können wir unsere Riesenbewusstpizza belegen, wie wir wollen. In Amerika als Puffballpizza bekannt. Wir kennen den Pilz ja bei uns nur als Schnitzel. Zweitens Rotkohlsoße. Das Rezept ist eigentlich für violette Ritterlinge und das Rezept aus dem Pilzbuch deutlich vereinfacht. Ein roter Apfel, ein Becher roten Traubensaft, 3 Teelöffel rote Marmelade, 3 Teelöffel Zucker, etwas Speisestärke, ein Becher Sahne. Ich liebe die Soße zu Pfifferlingen, Wildwürste und Fleisch. Drittens, Pilze mit Kurkuma-Reis. Ich liebe Pilze, ich liebe Reis und ich liebe Kurkuma. Dann dazu den Reis dann, ca. 800 Gramm Pilze, 400 Milliliter Gemüsebrühe und 1 Teelöffel Kurkuma. Den dann am besten in Messbecher verrühren. Ein Beutel Reis, etwas Pfeffer und Küchenkräuter. Und viertens Rührei mit Pilzen. Bei Rührei bin ich etwas pingelig. Ich mag es nicht so trocken, gern mit etwas Büchsenmilch angerührt in der Tasse. Und das gern zu Riesenbubis, Schopftintling, Wiesenchampion und Goldgrilling. Ja, ich werde euch dann auch da die Videos dann dazu verlinken.